Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt wieder rumbastel? Dann bleibt dran! Auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen. Warum habe ich eigentlich schon wieder rechts nichts stehen? Das ist ein bisschen blöd. Wir wollen eigentlich das Wasser anschließen. Ich habe da hinten alles soweit verkabelt und angeschlossen. Das heißt, unser Türmchen da bringt bis hier vorne schön wunderbar Wasser. Die ganzen Wasserspeicher sind voll. Ja, jetzt würde ich gerne das alles auch entsprechend bewässern hier. Aber ich möchte auch direkt das bewässern. Das heißt, da muss Wasser dran. Aber dann geht das auch direkt los, dass hier Bauxit hergestellt wird. Aus dem Bauxit wird die Alumina Solution. Und dahinter wird dann der Scrap da draus. Das heißt, ich möchte das gerne ans Laufen kriegen, muss aber das überschüssige Wasser, das hinten rauskommt, in die Package packen. Dafür brauche ich Kanister. Für die Kanister habe ich mir überlegt, bauen wir da vorne mit diesem wunderbaren Alternativrezept, diesen hier, das haben wir nämlich alles da hinten, bauen wir uns Kanister. Und das wollte ich jetzt eigentlich gerne tun. Dafür haben wir nämlich diese wunderbare Blaupause, die ich eigentlich mal hier reinschieben müsste. Ja, würde ich sagen, brauchen wir einen von. Den nehmen wir uns rein. Ach, guck mal, jetzt noch mal die anderen Sachen auch wieder. Also sobald du da Blaupausen reinnimmst, wird das sehen. So, wir brauchen 24 hiervon. Guck mal, da haben wir 91, die nehmen wir uns direkt. Und wir brauchen 12 Rotoren. Da haben wir 100, die nehmen wir uns direkt. Was brauche ich noch? Motoren brauche ich glaube ich nicht. Das ist alles für. Habt ihr es auch gerade hupen hören? Okay. Habe ich Draht gemacht? Ja, habe ich. Das heißt, wir können nachher ein bisschen mit intelligenten Splittern den Scheiß explittern. Ich schmeiß aber nochmal eben. Ich habe mir hier vorne so einen wunderbaren Räumel hingesetzt. Wo sonst Zeug reinkommt. Ich musste ein paar Viecher um. Das kann von hier aus leider nicht sehen. Ich würde mich interessieren, ob. Also beim letzten Mal, also nachdem ich gespeichert habe und dann wieder zu euch gekommen bin. Wir machen erstmal die Seite hier, während wir kriegen. Warum ist deine Farbe falsch? Deine Farbe ist definitiv anders als die und das liegt nicht am Schatten, oder? Doch, es liegt am Schatten. Shit. Und was viel interessanter ist, warum die schwarz sind. Aber egal. Den Schredder, den ich dafür haben will, sollte ich vielleicht auch noch umsetzen. Der kommt hier hin. Und da kommt eben ein Fusionator vor, damit das halt direkt losläuft und funktioniert. Weil sonst wird das halt böse. Wir wollen das da drin haben, das da drin haben. Und du sollst da dran hängen. So, haben wir das schon mal. Die Produkte, die hier rauskommen, die müssen wir natürlich auch erstmal weghauen, weil sonst haben wir da das gleiche Problem. Das staut sich an und der Spaß, den dann wieder richtig ans Laufen zu kriegen. Ich glaube, ihr kennt das alles. Also lassen wir das lieber. Warum auch immer ich da so einen hingesetzt habe, aber ist ja auch egal. So. Das heißt, das ist alles angeschlossen. In dem Moment, wo ich da Wasser drauf gebe, da vorne, geht das hier alles los und da rein. Ich würde auch vorschlagen, dass. Mache ich das anschließend? Gucken wir mal. Ich schone mich im Moment immer noch, deswegen wieder kurze Folge.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt mit kurzer Folge, also noch kürzer als sonst. Und dann, ja, ich mache ein bisschen was zwischendurch, aber halt nur die eher langweiligen Sachen. Das Aufbauen von den ganzen Raffinerien fürs Öl werden wir zusammen machen, weil da ist halt vieles mit, das Zeug muss jetzt da rein und von da aus dann dort weiter und muss aber mit dem wieder zusammengeführt werden. Also da ist wenigstens was Spannendes. Das Band, um das Zeug hier rüber zu bringen, in die Kanister, habe ich übrigens schon gelegt. Ist das da unten? Das geht da drüben rüber und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wo ich den Spaß hinsetze. Ob die Gedanken gut sind, ist übrigens was anderes. Da reden wir jetzt aber nicht drüber. Gucken wir mal. So, und ich habe hier überall Strom hingelegt, damit ich hier schön rüber schweben kann. Mit einem kleinen Schock. So. Nämlich genau hier würde ich die Dinger gerne hinsetzen. Jetzt überlege ich halt, wie rum. Wir haben gesagt, wir nehmen den, weil da haben wir die Inputs schon direkt dran. Auf welcher Seite war jetzt der Input? Das habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Das wäre eine gute Ausrichtung. Also eine von zwei möglichen. Und ich glaube, mit der gehe ich auch. Macht es aber ein bisschen schwieriger. Das ist schon egal, macht für beide schwierig. Eigentlich müsste ich da oben die... Man sieht es doch auch. Also es kommt alles von rechts. Eigentlich müsste ich die Splitter umdrehen, damit ich das von einer Seite halte. Aber, komm, wir setzen halt erstmal hin. So. Haben wir schön da stehen. Wunderbar. Hast du natürlich schon so viele dran. Wie sieht es denn bei dir hier aus, Kollege? 1, 2. Und die Nummer 3. So, weil wir haben einmal, ne, die Platten, die wir brauchen, die ziehen wir uns hier raus. Die können wir auch nach vorne legen, runter, unten drunter, da drauf. Das heißt, wir würden den oberen für Bleche benutzen. Bleche gehen da rein, kommen aber wieder vorne raus. Das ist, ne, sollen wir hier so eine Ecke ziehen. Also gehen wir mal hin, oder? Bleche waren. Bleche. So. Das heißt, wir ziehen uns jetzt den Band hier raus. Muss ich einmal gucken. Komme ich mit dem Band, wenn ich es hier hinpacke, einen hoch, hier rüber, einen hoch, dann runter, bis hier hin, dann so in die Ecke, hier rüber. Da dran. Ja, dann mache ich das eine unten rein. Ist natürlich, wenn ich jetzt nicht so ein Idiot wäre, wäre das alles super. Aber ihr müsst halt mit mir leben. Ich sag's noch vorher. Ja, das Gute ist, sobald ich jetzt das Rezept reinschmeiße, was ich dann auch direkt als nächstes mache, ist das vollkommen egal. Dahin, da rein. So. Weil dann gehen die jetzt eben da rein und wir nehmen als Rezept Kanister. Machen wir sie. Da nicht. Dort auch nicht. Bin ich natürlich direkt dann vorbeigeschossen, ne? Da sind sie. So, wer ist es? Wer ist es? Und hier unten. Der ist es. Perfekt. Ja, wir gehen jetzt sauber da rein. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen. Hier vorne. Den drunter. Den da rein. Wunderbar. Einmal hier rum. Erst gehen wir hier drüben hin und setzen. Wir kriegen das auf gleiche Höhe. Das dürfte eigentlich, oder? Oder muss der da hin? Da muss natürlich genau einen da rein. Mal gucken, wie das mit Clipping aussieht. Das sieht immer gut aus. Oh. Es klingelt. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Wir wollen das da raus, dort reinholen.
Dann geht runter. Nein. Jetzt habe ich die vergessen. Na egal. Geschwindigkeitstechnisch sollte die hier reichen. Erstmal. Ein bisschen unklug. Machen wir jetzt. Du hängst auf den falschen. Geht das jetzt da rein oder geht das da runter? Das geht jetzt da runter. Okay. Okay. Wo kann ich mehr? Ja, jetzt muss ich nachher nochmal hier hin. Wir tauschen einmal. Von dem brauchen wir halt deutlich weniger. Quasi die Hälfte. Das heißt, wir gehen jetzt ganz bewusst hin. Wir machen hier unten dieses Band schneller. Diesen Lift schneller. Und diesen Lift schneller. So. Davon brauchen wir das Doppelte von dem. Das sollte so reichen. Und beim Ausgang ist das alles kein Ding, weil da haben wir eh nur 120, also ja, ein bisschen mehr. Ja, mit dem. So, dafür, dass ich eigentlich besser noch anschließen wollte. Na ja, das mache ich dann so: ich bereite alles vor, wo das Wasser hin soll, und dann schließen wir es gemeinsam an. Was haltet ihr davon? Bis gerade aus. Wir gehen hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und da oben geht's zack weg. Wunderbar. Da müssten jetzt 180 hergestellt werden. Schon mal ganz nett. Und mit den 180 kommen wir da hinten locker aus. Ein bisschen höher, weil müsste eigentlich einer dazwischen. Aber oh, ich habe doch jetzt gelernt, wenn ich will, kann ich den. Okay, das habe ich falsch gemacht. Da war doch irgendwie eine Möglichkeit, dass der automatisch dazwischen gesetzt wird. Und dann die Leitung weg. Okay, so. Dann ist das hier ein bisschen besser rum. Wenn die Kanister da hinten voll laufen, ist mir das vollkommen egal. Weil wir nicht schnell genug abarbeiten, so soll das ja sein. Dann wird es genau das gleiche Problem. Egal.
Das läuft jetzt schön sauber hier vorne rein. Und eine größere Lücke, interessant. Dabei. Ja, okay, da sind auch diese Lücken. Das wird jetzt hier schön aufgeteilt. Ihr lauft voll. 100 Stück sind drin. Mehr gehen nicht rein. 100 sind drin. 100 sind drin. Super. Unsere Zeit sagt auch, wir sollten jetzt Schluss machen. Ich könnte jetzt natürlich hingehen. Also. Ich hatte ja eigentlich gedacht, wir lassen das Wasser irgendwie hier vorne von unten kommen. Habe ich das mal angedacht? Das machen wir nicht. Wir lassen es jetzt von da kommen. Weil, oder wir können das. Ach, wir können das von hier unten kommen lassen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich hier? Da brauchen wir 50 pro Minute. 180. 260. Eine Menge. Nein. 45. 180. So. Dann 225. Plus 50, 275. Deswegen haben wir die 300 dran. Wir könnten da vorne irgendwo 300 abknapsen, hier hinpacken und den Rest da vorne wieder reinleiten. Das ging natürlich auch. Ja. Ich mache mir Gedanken und guck mal, wo ich jetzt hier Wasser zuspeisen muss. Also ich würde quasi das Wasser von hinten loslaufen lassen. Sprich, das ganze Wasser, was da unterkommt und da vorne ankommt, wird einmal hier noch lang geleitet. Bis ganz hinten. Das ist zumindest eine der Leitungen. Da geht es dann rein, gucken wir, wie weit wir kommen. Gucken, ob wir das hier irgendwie dazu packen oder wie auch immer wir da rangehen. Wenn zu wenig wird, wird eingeleitet, fertig. Das bereite ich immer noch vor. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Oder am Dienstag für die, die den Feiertag genießen wollen. Ohne mich. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.